Wieso zu schnelles Wachstum dich in die Insolvenz treiben kann? Das klingt jetzt erstmal kontraindikativ, ne? Wenn man schnell wächst, heißt ja auch, dass man dann viel Geld verdient. Nein, Pustekuchen. Man kann sehr, sehr schnell auch in die falsche Richtung laufen und man kann aus einem schnellen Wachstum auch schnell in die Insolvenz gehen. Ich habe es oft genug gesehen, dass Unternehmen, die stark wachsen, dann auch schnell pleite gehen. Ne? Gerade im Startup-Bereich, 9 von 10 Unternehmen fahren innerhalb der ersten 5 Jahre gegen die Wand. Das ist halt einfach mal Fakt und deswegen muss man natürlich Dinge anders machen, um dagegen anzukommen. Ne? Es ist nicht immer nur schnelle Wachstum, was einen umbringen kann. Es gibt natürlich viele Dinge, aber schnelles Wachstum ist eins von denen, weil man bestimmte Dinge nicht mehr auf dem Schirm hat. Wir gehen jetzt einmal darauf ein, was das ist, worauf man achten muss, wenn man gerade ordentlich am Wachsen ist und warum so eine Geschwindigkeit einen auch umbringen kann. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Giebenrath. Ich bin externer CFO, also Finanzchef diverser deutscher Unternehmen. Und viele unserer Kunden befinden sich auch in einem rasanten Wachstum. Das ist grundsätzlich so. Und wir haben aber auch schon viele Unternehmen gesehen, die rasant gewachsen sind und dann irgendwann Insolvenz anmelden mussten. Ne? Manchmal war ihnen nicht zu helfen. Aber das ist eben so, auch gerade, wir haben jetzt sehr viele Insolvenzen in Deutschland. Viele Unternehmen, die auch gerade in den letzten Jahren schnell gewachsen sind, einen Hype in Corona hatten zum Beispiel. E-Commerce wurde stark befeuert. Wir haben ganz viele E-Commerce-Insolvenzen gerade. Ne? Gerade auch so Aufkäufer wie Amazing Brands, Seller X und so weiter, müssen teilweise Insolvenz anmelden. Das ist natürlich echt wild. An die habe ich noch vor ein paar Jahren Firmen verkauft, die haben gerade große Finanzspritzen bekommen, haben gerade mehrere Amazon-Brands aufgekauft und so weiter und sind jetzt eben da in der Insolvenz. Das ist eben etwas, was eben auch daraus rührt. Und wir haben eine schwierige Wirtschaftslage und jetzt ist eben auch zu schauen grundsätzlich, wie man schnelles Wachstum auch handeln kann. Warum kann ein Wachstum, kann jemanden ein schnelles Wachstum in die Insolvenz treiben? Naja, Wachstum kostet Kohle. Das ist einfach Fakt. Und warum kostet Wachstum Kohle? Du hast ja, natürlich machst du dann auch mehr Umsatz. Ne? Heißt ja, du wächst im Umsatz, du wächst in den Mitarbeitern, du wächst in der Größe. Aber wenn du mehr Umsatz machst und mehr Mitarbeiter einstellst, dann musst du diese Mitarbeiter auch finden. Jeder neue Mitarbeiter kostet Recruitingkosten. Jeder neue Mitarbeiter muss 1 bis 3 Monate angelernt werden. Dann verbrennt man in dieser Zeit schon, sind die unproduktiv sozusagen. Man hat 3.000 bis 6.000 Euro Recruitingkosten. Man hat die Gehälter für die ersten 1 bis 3 Monate. Das bedeutet, du hast hier schon mal so für einen Mitarbeiter 12.000, 15.000 Euro ist einfach mal weg. Einfach dafür, dass du einen weiteren Mitarbeiter hast, der dir dann wieder im Monat ungefähr 10.000 Euro Umsatz bringt. Das musst du jedes Mal machen. Ne? Wenn du dann 3 neue Mitarbeiter im Monat anstellst, das geht schon richtig aufs Taschengeld. Ne? Das heißt, die Marge muss dafür auch da sein. Du investierst vor. Du gibst Geld aus für Marketing und dieses Marketing zündet zeitversetzt. Ne? Du machst Aktionen, du investierst in Marketing, du investierst in Branding, du investierst in Ausstattung, alles Mögliche kannst du investieren. Das hat eine zeitverzögerte Wirkung, bis dadurch auch höherer Umsatz realisiert wird. Du baust einen großen Kostenapparat auf. Ne? Und das sind alles Themen, du hast eine Vorfinanzierung von Wachstum. Und diese Vorfinanzierung drückt aufs Ergebnis. Und wenn dein Ergebnis dann nicht top ist und du nicht ein absolut wilde, effiziente Organisation hast, richtig gut aufgestellt bist, dann wirst du hier Probleme bekommen. Und gerade im schnellen Wachstum ziehen die internen Strukturen nicht mit. Deine Prozesse leiden, deine Organisation leidet, deine Verwaltung leidet, deine Zahlenkenntnis leidet, dein Controlling leidet. Alles leidet, wenn du zu schnell wächst sozusagen, weil du es nicht schaffst, das schnell genug nachzuziehen. Und dann geht man immer ein paar Schritte, dann muss man wieder bremsen, dann muss man wieder Schritte zurückmachen, weil dann erstmal diese Themen wieder gefixt werden müssen. Wenn man ein bisschen langsamer gegangen wäre, wäre man im Endeffekt sogar schneller gewesen. Ne? Das können so Themen sein. Deswegen musst du auch die richtige Wachstumsgeschwindigkeit finden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist auf der Bilanzebene. Du hast das Thema, wenn du mehr Umsatz machst, hast du vielleicht auch stellst mehr Rechnungen und diese Rechnungen haben Zahlungsziele und die Kunden zahlen nicht immer sofort. Das heißt, du baust Forderungen auf. Und diese Forderungen fehlen dir 1:1 auf dem Konto. Es kann sein, dass du Gewinn machst, aber wenn die Kunden immer durchschnittlich nach 30 Tagen zahlen, musst du das auch vorfinanzieren. Du machst mehr Umsatz pro Monat, das heißt, dein Forderungsbestand wächst. Das heißt, der wird immer höher und die Diskrepanz auf dem Bankkonto wird auch immer höher. So, oder das andere Thema, du bist ein Händler, du musst Vorräte vorfinanzieren, dein Lager muss größer werden, damit du nicht out of stock gehst. Das heißt, Forderungen werden höher, Bankkonto wird niedriger. Das sind so beides Themen, die du hier im Working Capital hast, die du eben aufbauen musst. Hier musst du gucken, dass du kluge Finanzierungsstrukturen hast, dass du nicht vielleicht immer nur Investor, sondern auch mal schon mit der Bank, mit Kontokorrentlinien arbeitest und so weiter. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas dann eben auch zu finanzieren, aber das haben viele halt nicht auf dem Schirm, weil sie nach vorne rennen, Umsatz, Mitarbeiter und Recruiting und Sales ist das Wichtigste und checken nicht, dass hier man zurückgehalten wird
durch Vorräte, durch Forderungen und man eben das Liquiditätsmanagement stark im Blick haben soll. Nicht umsonst ist zum Beispiel bei einer Lektüre Scaling Up, wo viele nach diesem Prinzip gehen, die schnell wachsen wollen, da ist das Thema Sales an erster Stelle und Finanzmanagement ist das zweitwichtigste in der Firma. Wenn du Geld reinholst, musst du das Geld auch richtig verwalten und es muss da bleiben und da musst du dann eben schauen, welche Investitionen sind jetzt sinnvoll, wie reduziere ich meinen Cash Conversion Cycle, wie kriege ich mehr Kohle aufs Konto. Das sind halt die Themen, die man im Wachstum haben muss, ne? Und auch das Thema Verwirrung sozusagen. Wenn du schnell bist, dann wird es chaotisch. Ne? So, es gibt ja auch so Sprüche, die dann so in Motivationsheften drinstehen. If you have everything under control, you're not going fast enough. Okay, ja, aber du musst trotzdem die Basics im Griff haben. Und dazu gehört eben auch ein gutes Controlling, weil sonst checkst du nicht, wenn du mit Vollgas in die falsche Richtung läufst. Das bedeutet, du bist stark am Wachsen, aber auf einmal werden innerhalb von Monaten die Ergebnisbeiträge so niedrig, dass du auf einmal in eine Liquiditätskrise kommst. Das kann halt einfach passieren und dann hast du ein Riesenproblem auf einmal, obwohl du gerade eigentlich geil gewachsen bist. Das heißt, es müssen sich immer wieder Sicherheitsplateaus ziehen sich normalerweise ein, deswegen wachsen ja viele auch so und nächste Glasschicht und nächste Glasdecke, die durchbrochen wird. Aber vor allem bei so einem Wachstum ist es extrem wichtig, die richtigen Kennzahlen im Blick zu haben, ein richtiges Controlling zu haben. Nur so schaffst du es, das Wachstum zu handeln und hier die richtigen strategischen Entscheidungen abzuleiten, anstatt hier nur Vorfinanzierung leisten zu müssen, auf der einen Seite geil zu wachsen, auf der anderen Seite tut sich auf dem Konto nichts. Das ist ein Zustand, den will man vermeiden. Man will auch, dass sich auf dem Konto was tut. Man will auch, sage ich mal, die Früchte tragen von seiner harten Arbeit, die da drin steckt und nicht eben sogar am Ende des Tages Liquiditätsprobleme bekommen. Das geht aber sehr, sehr vielen Unternehmen so. Deswegen ist es hier wichtig, in dem richtigen Tempo zu wachsen, die richtigen Entscheidungen dabei zu treffen, die richtigen Kontrollinstrumente zu haben. Wenn du Rennfahrer bist, brauchst du genug Anzeigen, die dir zeigen, wie voll der Tank ist, wie heiß der Motor ist, etc. Das musst du natürlich alles wissen, damit du hier Vollgas geben kannst. Und wenn du diese Instrumente nicht hast, wenn du kein Controlling hast, dann wird das hier sehr, sehr kritisch. Und es kann sogar sein, dass du dann ganz, ganz schnell einen Unfall baust, du crashst, in Flammen aufgehst. Und das ist ja was du sicherlich nicht möchtest. Du möchtest von deinem Wachstum profitieren, dafür muss es gut gehandelt werden, dafür muss es gut controlled werden, das heißt im Endeffekt gesteuert werden, damit du auch wirklich hier in deiner Kommandozentrale sitzt und deine Firma steuern kannst. Und das ist etwas, was du auf jeden Fall im Blick haben solltest, Finanzmanagement, wenn du hier ein schnelles Wachstum hinlegst. Also, deswegen ist es so, dass viele Unternehmen im Wachstum an die Wand fahren, Vorfinanzierungskosten, steigende Vorräte, steigende Forderungen, damit fehlendes Geld auf dem Konto und wenig strategischen Überblick, wenig Controlling und checken nicht, wann sie in die falsche Richtung laufen. Das sind die Gründe, da kann man immer was gegen tun und ich hoffe, ich habe dir hier ein paar Impulse geben können. Wenn das so ist, gib dem Ganzen einen Daumen hoch. Wenn du wissen möchtest, wie sowas aussehen kann, wie du dein Cockpit für dich aufbauen kannst, dass du hier Wachstum handelbar machst, dann melde dich gerne unter www.rg-finance.de zu deiner kostenlosen Erstberatung.